Sexsklave. Kindersklave. Kontraktsklave. Opfersklave für Organhandel. Elitesklave für Sport und Mode. Selbst versklavter. Sklave, der kein Sklave ist, aber eigentlich doch. Diese Abenteuerreise führt uns heute durch das wilde Europa. Kindersoldat. Zwangsprostituierte. Zwangsehe. Konkubine. Geschenke scheinen in dieser Kultur eine große zentrale Rolle zu spielen. Zu Zeiten des Sklavenhandels gab es weniger Sklaven als heute. Du, ihr alle seid heute hier, weil ihr euch gefragt habt, wo eigentlich die ganzen wunderbaren Kleidungsstücke, die wir alle so lieben, herkommen. Ich kann nicht nach rechts gehen, ich kann nicht nach links gehen, ich kann nicht mal geradeaus gehen. Irgendwann trete ich ja doch immer auf irgendein unschuldiges Menschenleben drauf. Wir sind ein wesentlicher Motor für die weltweite Wertschöpfung. Wir leisten was. Ich habe keine Privilegien. Du hast keine Privilegien. Nein, ich habe auch keine. Wo sind deine Privilegien? Ja, wo sind deine Privilegien? Wo sind jetzt was klar? Sklaverei war schon immer ein massiver Motor der Wirtschaft und ein Garant für Friede und Wohlstand.